Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute zusammen diese wunderschöne Geburtstagskarte und ich würde diese Karte, die hat auch einen kleinen Clou, den zeige ich euch gleich noch, ich würde diese Karte wahrscheinlich in dem Bereich einfach elegant tun. Also das sind meine Kartenideen, die einfach, aber trotzdem mit einem kleinen Clou oder was Besonderem sind. Ihr braucht aber dafür eine Big Shot. Also normalerweise versuche ich die einfach elegant Videos ziemlich einfach zu halten von der Bastelausrüstung auch, also jetzt vielleicht ohne Big Shot, aber für diese Karte braucht ihr eine Big Shot. Aber das macht ja nichts. Ich habe zu dieser Karte auch noch eine weitere Idee, das zeige ich euch jetzt kurz. Ihr könntet die auch so gestalten, das halte ich jetzt mal ganz kurz dahin, dass sie hier noch so einen weißen Wellenbogen außenrum hat. Ist Geschmackssache, mir hat es jetzt irgendwie gefallen und irgendwie auch nicht, deswegen habe ich es jetzt weggelassen. Ich baue den jetzt mal wieder weg. Ich hatte den nämlich schon dran kleben und habe ihn wieder weggemacht. Aber man könnte es machen und man könnte es natürlich auch unten machen. Also wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Okay, und dann starten wir jetzt einfach mit der Karte und mit dem Material, was ihr alles dazu braucht. Ich halte euch wie gewohnt die Bestellnummern mal kurz ins Bild. Einmal habe ich genommen Flüsterweiß extra stark, das ist das hier unten, dann Pfauengrün Farbkarton, Flüsterweiß normal mit dieser Bestellnummer und die Seerosen-Sinfonie. Die Seerosen-Sinfonie, das ist ein Papier, ein Designerpapier aus der Celebration, die ihr euch da aussuchen könnt. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Papier, also ich gehe es mal ganz kurz so ein kleines bisschen schneide ich es an, also ich zeige es euch nicht komplett. Ich zeige euch nur ein bisschen so, ihr habt auf der Vorderseite immer so ein, ich sage jetzt mal so ein typisches Seerosen-Aquarellmotiv und auf der Rückseite habt ihr aber so aquarellige Hintergründe, die zwar in kräftigen Farben sind, wie ich finde, aber die so, die einfarbig sind, also oder mit Weiß eben kombiniert und das finde ich eben total schön. Ich mag das ganz gerne, wenn diese Designerpapiere so nicht so bunt sind, dann finde ich, kann man die auch super kombinieren. Und das sind so die Farben, die ihr so quasi vorne und hinten habt. Wie gesagt, vorne mit den Blütenmotiven und auf der Rückseite dann fast immer mit diesem relativ schlichten Papier. Das ist so das Einzige, das ziemlich auch auf der Rückseite mehr farbig ist. Genau. Und da habe ich mir ein ganz tolles Papier ausgesucht. Das ist dieses blaue Papier. Zeige ich euch mal kurz. Da braucht ihr eine Seite, die 13,5 mal 10 cm ist und das ist natürlich meine Farbe. Pfauengrün ist da drin und das ist total meine Farbe. Ich finde das aber auch schön. Es hat schon was, aber ich mag meistens die schlichteren Sachen lieber. Dann habe ich das extra starke Papier genommen für die Grundkarte. Das ist ganz normale Grundkarte, 21 cm mal 14 cm, gefalzt bei 10,5. So eine ganz normale Aufklappkarte, die man eben quer nimmt. Ich benutze nachher auch noch die Klebeblätter. Die verlinke ich euch in der Infobox unter diesem Video, damit ihr die auch kaufen könnt. Die gibt es im Moment nicht mehr bei Stampin' Up. Ich habe auch noch einen Streifen in Flüsterweiß. Das ist einfach so ein typischer Abschnitt. Der ist jetzt 2 cm hoch. Den hat doch jeder, oder? Also ich glaube, wenn man sich ein Papier zuschneidet, hat man immer diese Streifen. Da habe ich ganz viele, die sammle ich mir immer. Die sind nämlich perfekt für Texte. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr, und zwar ein Stück Aquarellpapier, ein Stück Pfauengrün, auch ein Reststück. Ich habe hier nochmal Flüsterweiß, das brauche ich aber jetzt glaube ich gar nicht. Aber ich habe noch Mangogelb, das habe ich vergessen euch zu zeigen. Mangogelb hat diese Bestellnummer. Und was ich gemacht habe hier bei Mangogelb, habe ich hinten drauf schon diese Sizzix-Klebeblätter draufgeklebt. Nehmt ihr diese Folie ab, diese mit der Schrift, und klebt es dann so rum da drauf. Und dann können wir nachher was ausstanzen, wo wir nicht mehr hinten den Kleber drauf futzeln müssen, sondern können das gleich durchkurbeln und die Rückseite klebt. Das ist einfach total praktisch. Und dann legen wir jetzt mal los. Ich fange jetzt gleich mal an, ganz einfach mit meiner Grundkarte und mit meinem Designerpapier. Das klebe ich einfach mit Flüssigkleber aufeinander. Dann haben wir schon ein paar Teile weniger am Tisch liegen. So für die Ordnung am Arbeitsplatz. Gleich mal was weggearbeitet sozusagen. Und dann zeige ich euch natürlich den kleinen Clou dieser Karte. Der ist ja ganz süß, finde ich. Und dann, wie machen wir weiter? Ich glaube, dann stanze ich schon, oder stempel ich zuerst? Ach, wir stempeln. Und ich stempel jetzt auch in Pfauengrün. Und ich benutze das tolle Stempelset auch aus der Celebration zum Geburtstag für dich. Dann nehme ich den Spruch, alles Liebe zum Geburtstag und schön, dass du da, schön, dass es dich gibt.
Und mit diesem Stempelset, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen außer Puste, ich habe nämlich gerade was geholt, habe ich nämlich diese Karte für euch gebastelt und wahrscheinlich ist es schon online. Wenn es online ist, dann verlinke ich es euch hier oben auf jeden Fall und ansonsten kommt es demnächst. Ich drehe ja schon ein bisschen vor und ich fand diese Karte so toll und diese Stempelset so schön und deswegen benutze ich auch die Sprüche gerne nochmal. Ich finde, die sind sehr schön. Die kommen, wenn man das Stempelset so sieht, finde ich gar nicht so toll rüber, aber wenn man es dann aufstempelt, ich finde, das ist echt eine coole Schrift. Und das Schöne, dass es das dich gibt, das stempel ich einfach innen rein auf meine Karte, Kartenbasis. Ja, ist sogar ein bisschen gerade geworden, ne? Das mache ich auf meiner ersten Karte auch, das habe ich dann nämlich gar nicht gemacht. Und das alles Liebe zum Geburtstag stempel ich auf meinen Streifen auf. Und da lasse ich einfach noch genügend Platz. Hier nach vorne. Genau. Also ganz einfach. Und ansonsten sind wir mit der Stempelarbeit schon fertig heute. Dann nehme ich mir meine Stanzmaschine und stanze mir ein paar Sachen. Und zwar ist es ja so, dieses Stempelset, sage ich jetzt mal, Stempelset und Stanzset, kann man sich ja über die Celebration Prämien aussuchen, ab einem bestimmten Bestellwert. Und ich benutze heute nur die Stanzen, die kann man sich für 120 Euro Bestellwert aussuchen. Die haben diese Bestellnummer, Seerose heißen die. Aber man könnte sich auch noch für zusätzlich 60 Euro, glaube ich, ja, dieses Stempelset Lovely Lilypad dazu aussuchen. Aber ich mache das jetzt einfach ohne Stempeln. Man könnte das natürlich aufstempeln und dann ausstanzen, so wie hier. Aber ich habe das gar nicht so gemacht, sondern ich zeige euch da einen kleinen Trick, wie ihr das auch anders hinbekommt. Dieses Ergebnis, sage ich mal. Und dann nehme ich mir jetzt aus diesen Stanzformen einmal dieses wunderschönen Wassertropfen raus und diese ganz tolle Blüte, einmal diese feine Blüte und dann noch diese große Blüte. Und da stanzen wir jetzt erstmal ein bisschen los. Auf mein pfauengrünes Papier stanze ich mir jetzt einmal diese Regentropfen aus. Das Aquarellpapier benutze ich einfach so, wie es ist und stempel mir diese große Blüte aus. Und die etwas kleinere Blüte mit dem Klebepapier im Hintergrund, gar nicht ganz im Bild, stanze ich mir dann noch aus dem Mangogelb aus. Und das koppel ich mir jetzt einmal durch. So, wenn da noch so ein paar Stanzteile drin sind, könnt ihr euch einfach eine Nadel nehmen und das rauspieksen. Nur diese ganz kleinen sind jetzt hier ein bisschen drin geblieben. Oder ihr kurbelt euch das einfach noch einmal durch. Also vielleicht einmal vor, einmal zurück und nochmal, dann stanzt es das ganz locker super raus. So, genau. Okay, und was ich jetzt gemacht habe, also wenn ihr das ganz professionell machen wollt, dann könntet ihr das natürlich auch so machen, dass ihr mit dem Stempelset arbeitet und euch die Blüte vorher aufstempelt, in den Kladern embossed. Also, dass ihr euch so eine durchsichtige Blüte da drauf macht. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich wollte jetzt einfach nur so ein bisschen aquarellig malen sozusagen und aber den Effekt sehr schön vermischt, die Farben. Also nicht so klar mit so embossten Linien, da ist es ja schön klar gemalt und man weiß, in welchem Feld man malt und so. Ich wollte das jetzt alles so ein bisschen aquarelliger machen. Und dann nehme ich mir jetzt die Farben Gartengrün und Farngrün, Mangogelb und Ziegelrot. Ich drücke mir die so ein bisschen zusammen, damit die Farbe hier auf dem Deckel ist und werde mir das jetzt kolorieren. Bei den neuen müsst ihr nur ein bisschen fester drücken, die diese Farben habe ich jetzt hier, meine Blüte, ich hoffe, ich bin so im Bild. Und dann nehme ich mir einfach einen Aquapainter und gehe jetzt als erstes mal in die hellste Farbe rein. Und dann male ich mir hier so den oberen Bereich der Blüte einfach aus. Und ich nehme relativ viel Wasser, also ich tupfe da ein bisschen Wasser auch nach. Vielleicht sollte ich mir noch ein Zewa holen. Ja.
Dass es schön verschwimmt. Das ist ja ein Aquarellpapier, da kann man schon ein bisschen mit mehr Wasser arbeiten als normalerweise. Und ich zoome euch noch ein bisschen raus, dass ihr das besser sehen könnt. So. Tja. Und ihr könnt euch auch manchmal diese Blüte da so hinlegen, wie ihr die ungefähr drüber kommt. Die passt auch nicht ganz perfekt da drauf, sondern das ist einfach so ein bisschen noch so ein Anhaltspunkt. Aber das muss, wie gesagt, gar nicht perfekt sein und soll es auch gar nicht. Also das soll jetzt wirklich schon sehr künstlerisch sein, finde ich. Und hier nehme ich mir auch ziemlich viel Wasser dazu und tupfe mir das hier unten so ein bisschen auf, dass es dann schön verschwimmt. Dann unter den Blättern hätte ich ganz gern so ein bisschen Rotton. Genau. Und dann streiche ich mir einfach den Pinsel hier auf meinem Zähler so lang auf, bis da keine andere Farbe mehr rauskommt und kann dann gleich in das Farngrün gehen. Das ist hier auch ganz großzügig verteilt. Ich habe jetzt leider den Aquapaint erwischt, wo kein Wasser mehr drin ist oder nur noch wenig. Aber ich glaube, das geht noch. Also diese Wassertankpinsel, die sind total super. Die könnt ihr hinten immer mit normalem Wasser auffüllen und könnt dann hier, wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch einen normalen Pinsel verwenden, aber so könnt ihr da echt ganz coole Farbverläufe machen und eben gleich hier vor Ort arbeiten, ohne dass ihr immer Wasser suchen müsst. Und genau. Also ich mache mir das jetzt wirklich ganz kreativ bunt. Halte mir meine Blüte nochmal drüber. Ich finde das schön so. Und lasse es jetzt einfach ein bisschen trocknen. Ihr könntet jetzt auch mit dem Tuch nochmal drüber tupfen und nochmal ein bisschen Farbe drauf machen, wenn es zu wenig ist. Aber ich lasse das jetzt einfach ein bisschen trocknen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Das, glaube ich, müsste reichen von der Zeit. So, dann räume ich kurz auf und wir sehen uns gleich wieder. So, und dann nehme ich mir meinen kleinen Hebelschneider. Den finde ich total toll, weil ich jetzt endlich was habe, wo ich auch gerade schneiden kann, auch wenn es nur so kleine Stücke sind. Also, das ist total spitze. Ihr könnt natürlich auch einen Papierschneider nehmen, ganz klar. Den bekommt man jetzt im Moment in der Celebration-Zeit zwischen Januar und März 2020, wenn man als Stampin'-Up-Demonstrator einsteigt, bekommt man den gratis mit dazu. Aber natürlich geht unser ganz normaler Schneider auch. Und was ich jetzt mache, um den kleinen Clou der Karte zu machen, wir haben ja eigentlich zwei Clues, aber den ersten zeige ich euch jetzt gleich, ist, dass ich hier diese Stanzform, die hat ja in der Mitte so einen langen Strich, also so einen breiten Streifen, und den kann man super auseinanderschneiden. Und das mache ich jetzt. Da gucke ich jetzt mal, ob das mit dem Hebelschneider auch funktioniert oder ob da nicht der Papier... Ah, da ist der Papierschneider besser. Ja, der Papierschneider ist in dem Fall viel besser, weil ihr nämlich hier oben so eine tolle Kante habt zum Anlegen. Mit dem neuen Schneider, das muss ich echt sagen, da bin ich echt begeistert, könnt ihr das nämlich schön schneiden. Den lege ich mir jetzt hier in der Mitte so ein. Wenn er liegen bleiben würde, wäre es ganz gut. So, ich habe ihn jetzt einfach umgedreht. Bei meinem ersten Mal, wo ich die Probekarte gemacht habe, war das nicht so ein Gefriemel, aber jetzt schon ein bisschen. Und schneide mir den einmal schön durch. Dann haben wir nämlich hier zwei spezielle, separate Bordüren. Ihr seht das hier, glaube ich, ganz gut mit dem Untergrund. Die kann man natürlich auch anders verwenden, aber die sehen echt toll aus. Also man kann damit auch was ganz, ganz anderes machen. Und man könnte das jetzt auch unten hin machen und das als Herzbordüre irgendwie verwenden für Valentinstag oder für Hochzeit oder sonst irgendwas. Und hat gar nicht mehr diese Regentropfenform, sondern eine ganz neue Form. Also man kann eben so Stanzformen auch ganz anders verwenden, wie man es manchmal auf den ersten Blick sieht. Okay, und genau, die klebe ich mir jetzt hier einfach schön auf. Und dieses Schild in der Mitte lege ich mir jetzt einfach so an, wie ich es gerne haben möchte. Und an diesem Ort orientiere ich mich sozusagen, wo ich meine beiden neuen Zierrahmen haben möchte sozusagen. Das mache ich jetzt einfach mit Flüssigkleber. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wäre es schon gut gewesen, wenn wir da auch die Klebeblätter drauf gemacht hätten. Da war ich wieder zu sparsam. Man hat hier so kleine Punkte, wo man den Kleber anbringen kann, aber mit denen wäre es leichter gewesen. Aber es geht auch alles mit Flüssigkleber, braucht man einfach nur ein bisschen mehr Geduld.
Wenn ihr mal ein bisschen Kleber ein bisschen daneben hinbekommt, dann macht das nichts. Der Flüssigkleber, der trocknet durchsichtig wieder ab. Ich nehme euch mal noch ein bisschen näher hin, dass ihr das besser sehen könnt. Auf dem Ton-in-Ton-Papier sieht man das natürlich ein bisschen schwieriger. Und wenn ihr das wollt, wie ich euch ganz am Anfang gezeigt habe mit diesem Wellenkreis, mit diesem Weißen, den man das oben drüber machen kann, könntet ihr das natürlich genauso machen wie jetzt hier, nur eben in Weiß ausstanzen und dann euch das so einkürzen, dass ihr nur noch diese Wellen habt. Das heißt, ihr würdet dann einfach hier euch das abschneiden, diese unteren Bereiche, ich halte es euch jetzt mal näher hin, einfach diese unteren Bereiche ausschneiden, also hier mit dem Schnitt und hier mit dem Schnitt, dann habt ihr nur noch diese Wellenkante. Dann hättet ihr auch eine quasi eine Stanze mit Wellenkante. Okay, genau, das kleben wir uns eigentlich auch gleich rein, aber das können wir hier vorne nur ein bisschen kürzen. So, ungefähr so. Da kommt dann eh die Blüte drüber, also das muss nicht bündig sein. Okay. Und das mache ich mir jetzt mit der Menschnails, klebe ich mir das auf, also mit Abstandskleber, dass das einfach nur ein bisschen, so viele braucht man nicht, ein bisschen erhaben da drüber steht. Gibt es dem Ganzen noch ein bisschen Dimension und ich finde, es macht sich richtig gut. Ich finde es ganz toll. Klar, es kommt jetzt in der Kamera durch, dass das Ton in Ton ist, nicht ganz so raus, wie wenn man es vor sich hat. Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser, weil das Papier ein bisschen heller ist im Hintergrund. Aber man könnte das jetzt zum Beispiel auch in einer anderen Farbe machen. In Mangogelb jetzt zum Beispiel wird es richtig rausstechen. Aber ich fand es jetzt mit diesem Ton in Ton genau so schön, wie es ist. Deswegen mache ich das so. Aber das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Jetzt habe ich diese Klebefolie hinten dran entfernt und kann mir das gleich direkt hier auf meine Blüte aufkleben. So. Auf meine kolorierte Blüte. Und jetzt nehme ich mir noch meinen Papierfalzer und falte mir diese Blätter und diese ganze Blüte einfach noch ein bisschen so in Form, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Vorsichtig natürlich, es ist auch noch ein bisschen feucht, mein Papier. Aber einfach, dass es noch so ein bisschen Dimension bekommt, dass es nicht so ganz platt ist. Und da mache ich es jetzt auch so, dann nehme ich mir jetzt auch ein paar Dimensionals und klebe mir das jetzt noch nicht auf. Ich habe es nämlich hier so gemacht, dass ich mir einfach noch, wie ihr es schon von mir kennt, ich nehme mir jetzt den Metallic Flair in Silber Garn. Und den wickele ich mir einfach ein paar Mal um die Pfoten und um die Finger. 3, 4, 5 Mal, ich weiß nicht genau, so gefühlsmäßig. Kürze mir den ein, klebe mir den auf den Klebepunkt und klebe mir das jetzt hier noch so in den Hintergrund. Und da kommt dann meine Blüte drüber. Und es sieht jetzt schon ganz süß aus, aber ich finde, es fehlt noch was und das zaubern wir gleich. Die Blüte ist jetzt so weit trocken, dass man damit ganz gut weiterarbeiten kann. Ich nehme jetzt nämlich noch die Stampin' Right Marker. Ich habe jetzt hier Mangogelb und Farngrün. Und mit der dickeren Spitze, also ich habe da zwei Spitzen, es gibt eine dickere und eine dünnere Seite. Und mit der dickeren Seite zeichne ich jetzt einfach noch so ein paar Linien hier rein. Nur ganz leicht, die eben diese Blätter andeuten. Die werden noch ein bisschen heller mit der Zeit, also hier ist es nicht ganz so schön geworden. Aber so geht es schon. Und das gleiche mache ich eben mit Mangogelb, auch mit der dickeren Spitze hier oben noch, so ganz fein. Das ist so der zweite Clou der Karte. Also das gefällt mir jetzt da nicht so gut. Da habe ich jetzt ein bisschen gekleckst. Dann nehme ich mir jetzt einfach nochmal meinen Wassertankpinsel und versuche mir das nochmal ein bisschen nass zu machen und die Farbe nochmal ein bisschen abzunehmen.
nehme jetzt hier die dünne Spitze und gehe da nochmal ganz kurz so ganz leicht drüber. So, ausgebessert. Super. Und was jetzt natürlich noch fehlt, sind die Glitzerstrasssteine. Ups. Die verteile ich hier noch großzügig. Ich finde es immer ganz schön, wenn man zwei verschiedene Größen da so hinmacht. Nebeneinander. Und schon habe ich eine einfache, aber elegante und schöne Karte. Mit einem ganz feinen Garn hier im Hintergrund. Mit einer Seerose, die nicht mal gestempelt ist, aber schön koloriert. Mit einem schönen Spruch, mit ganz besonderen Etikettumrandungen von meinem Spruch sozusagen. Und ich muss euch ein bisschen rauszoomen, ihr seid ganz schön nah da heute. So, also ich finde, das ist wirklich eine schöne, einfache und elegante Karte, die man eigentlich relativ schnell gebastelt hat. Und also mir gefällt sie total gut. Ich finde, das ist schön mit diesem Ton in Ton. Ich finde, das ist total schön mit diesem Ton in Ton und auch mit diesem zarten Aquarell. Ich finde, hier ist es schon ein bisschen mehr getrocknet, da sieht man es noch besser. Aha, ich habe noch was vergessen. Ich benutze natürlich noch den Winkel Stella. Und gehe mir hier nochmal ganz schön in meine Blüten rein. Übrigens, zum Wink of Stella kann ich euch auch noch ein Tippvideo einblenden. Den hätten wir heute auch verwenden können. Ich habe mir dann nämlich mal einen Aquapainter aus Wink of Stella gemacht. Und das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Da könnt ihr nämlich euren leeren Wink of Stella auf jeden Fall noch perfekt aufbrauchen. Beziehungsweise ihm ein neues Leben einhauchen, kann man sagen. Also jetzt gibt es noch ein bisschen Glitzy. Mal schauen, ihr könnt es vielleicht hier schon sehen, da ist es schon trocken. Schimmert noch ganz schön so durch, seht ihr das auf der Blüte? Und ja, so hat man eine schöne, tolle, einfache, elegante Geburtstagskarte gemacht. Mit ganz vielen Produkten aus der Celebration und mit allem, was ihr zu Hause habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss!